Es besteht ja die reale Gefahr, dass die AfD den Platz 3 einholt. Und jetzt überlegen wir uns mal, es kommt wieder zu einer großen Koalition. Das hieße dann, dass die Oppositionsführerschaft bei den Rechtspopulisten und bei den Neonazis liegt. Und mit der AfD würde eine Partei in den Bundestag einziehen, die nicht nur enge Kontakte zur Neonazi-Szene hat, sondern die zu allen sozialen Problemen keine Antwort hat. Die will die Erbschaftssteuer ganz abschaffen. Das heißt, uns fehlt Geld, was wir brauchen im Kampf gegen Kinderarmut. Wenn es um das Thema sozialen Wohnungsbau geht, sagen die, ach, das soll mal alles der freie Markt regeln. Ja, wohin das mit dem freien Markt führt bei den Wohnungen, das haben wir ja erlebt, zu explodierenden Mieten. Kurzum, die haben keinerlei Lösung für die gravierenden sozialen Probleme in diesem Land. Und auch deswegen dürfen sie nicht den Platz 3 einnehmen und nicht die Oppositionsführerschaft für sich in Anspruch nehmen. Und es gibt eine Partei, die sie schlagen kann von links, und das sind wir. Und deswegen müssen wir gestärkt aus diesen Wahlen hervorgehen. Und wenn ich sage, mit der AfD werden zum ersten Mal wieder Nazis auch in Fraktionsstärke in den Bundestag ziehen, dann übertreibe ich nicht. Denn sie reden davon, dass Mischvölker hergestellt werden sollen. Sie sind stolz darauf, auf den Vernichtungskrieg, der sozusagen von Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg ausging. Sie wollen das Gedenken an den Holocaust aus den Geschichtsbüchern tilgen. Wer so spricht, der bewirbt sich doch darum, das Erbe von Hitler anzutreten. Und ich finde, dafür gilt nur eins, die dürfen wir niemals stark werden lassen. Den dürfen wir nicht den Platz 3 überlassen. Auch deswegen müssen wir als Linke gestärkt rausgehen aus den Wahlen. Und mal ganz ehrlich, ob die SPD jetzt 22% oder 23% bekommt. Oder ob eine Kleinstpartei, egal wie spaßig und witzig sie ist, mit 1,1 oder mit 1,5 rausgeht, das ist doch relativ Banane. Das entscheidende Signal bei dieser Bundestagswahl wird davon ausgehen, wer Platz 3 einnimmt. Und wenn wir uns daran erinnern, was erst vor einigen Tagen hier in Leipzig passiert ist, mehrere Wahlkämpfer der Linken wurden von Neonazis gejagt, man hat ihnen aufgelauert. Und das ist nur ein Vorfall von vielen. Wir erleben pro Tag mehr als 5 tätliche Übergriffe auf Geflüchtete, auf Migranten. Und diese niedrige Hemmschwelle für brutalste rassistische Gewalt ist auch das Ergebnis eines gesellschaftlichen Klimas, was von Pegida, Legida und AfD geschürt wird. Ja, und im Windschatten von dieser Politik, dieses Tretens nach unten, bleibt vollkommen unbeachtet, dass Superreiche weiter Steuergeschenke machen. Wir als Linken aber sagen ganz klar, wir wollen nicht, dass die Grenze entlang der Herkunft läuft, sondern wir wollen immer noch, dass die Grenze zwischen unten und oben verläuft. Und wir sollten uns nicht von der Opferpose der AfD irritieren lassen. Wir kennen das. Sobald es mal Kritik gegen die Menschenverachtung von rechts gibt, dann wirft sich die AfD in Opferpose. Ich aber sage ganz klar, die AfD, das sind nicht die Opfer, sondern das sind die Täter, wenn es um menschenverachtende Ideologie und rechte Hetze geht. Und während die AfD das Gedenken an den Holocaust aus den Geschichtsbüchern tilgen will, sagen wir als Linke, es gilt immer wieder, den Schwur von Buchenwald in Erinnerung zu rufen. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Das Vermächtnis dieses Schwurs von Buchenwald ins Heute zu tragen heißt, erstens, keine Stimme für Nazis und Rassisten, niemals. Zweitens, sicherzustellen, dass die AfD nicht den Platz 3 einnimmt. Und das heißt, die Linke stärken, denn wir können sie schlagen. Und drittens heißt es, no passaram, kein Durchkommen für Nazis und Rassisten. Das gilt immer und auch ganz besonders heute, wenn wieder Legida versucht, rassistische Hetze hier in Leipzig zu verbreiten. Am Sonntag bei der Wahl entscheidet sich, wird die Oppositionsführerschaft eher von ganz rechts kommen oder wird sie von links kommen?
am Sonntag entscheidet sich, wird es in Zukunft in diesem Lande mehr um die Ehre der Wehrmacht gehen oder um sozusagen das Abendland oder wird es um so wichtige Alltagsprobleme der Menschen wie bezahlbares Wohnen, wie sichere Renten, wie den Schutz vor Altersarmut bedeuten? Ja, wir werden uns entscheiden müssen, Gerechtigkeit oder Rassismus. Und die Linke steht an dieser Frage klar für Gerechtigkeit. Und dafür brauchen wir Unterstützung. Beide Stimmen, sagen Sie es weiter. Unsere Position ist klar. Egal, woher du kommst, egal, ob du reiche oder arme Eltern hast, egal, wen du liebst, du verdienst gleiche Rechte. Dafür stehen wir als Linke. Vielen Dank!